Einmal mit den Besten der Besten die Kräfte messen. Das tun zurzeit hunderte Junghandwerker aus ganz Deutschland bei den Bundesentscheiden des praktischen Leistungswettbewerbs der Handwerksjugend. Wir haben zwei deutsche Meister besucht. Die KEWAG in Koblenz. Vor kurzem freute man sich hier über den besten Metallbauer in ganz Rheinland-Pfalz. Benedikt Knauf hat nach seinem Landessieg im Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks allerdings noch einen draufgesetzt. Denn beim Bundesentscheid in Northeim nahm er es mit den Besten seiner Zunft auf und ließ die Konkurrenz hinter sich. Zurück in Koblenz hat ihn der Arbeitsalltag wieder. Kümmert er sich mit seinen Kollegen um die Ausbildung derer, die seine Erfolgsgeschichte erst noch nachmachen müssen. Doch der Weg zu Deutschlands bestem Metallbauer war nicht ganz einfach. Ja, also der Bundeswettbewerb an sich, der war sehr anstrengend, weil man halt sehr wenig Zeit für sein Bauteil hatte. Aber ansonsten war eine sehr lockere Atmosphäre von den anderen Teilnehmern her. Ja, aufgeregt in der Hinsicht war ich nicht, aber ja, es war halt schon ein sehr gutes oder auch einigermaßen komisches Gefühl, sich mit den Besten Deutschlands messen zu können. Ja, halt unter Beweis zu stellen, was man halt kann. Es waren super Handwerker dabei, alle Mann, die da waren. Und ja, halt dabei sein zu dürfen, war halt ein sehr schönes Gefühl. Hier bei der Firma Kempf in Bad Marienberg im Westerwald gibt es seit neuestem einen deutschen Meister. Aber nicht etwa im Sport, sondern aus dem Handwerk. Jan Häbel ist Bundessieger im Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks. Der Karosserie- und Fahrzeugbauergeselle konnte sich beim Bundesentscheid in Frankfurt am Main gegen starke Konkurrenz aus ganz Deutschland durchsetzen. Kein Grund für ihn, es etwas langsamer angehen zu lassen, denn das Unternehmen setzt auf die gute Arbeit des Leistungsträgers, dessen gutes Abschneiden auch den Chef Heinz Kempf nicht kalt lässt. Bin ich wirklich ganz stolz darauf. Ich habe mich auch persönlich für den Mann eingesetzt, den Jungen, und bin wirklich ganz stolz darauf, also so, dass so jemand bei uns arbeitet. Jan Häbel und seine Kollegen arbeiten im Unternehmen an Lösungen für Um- und Ausbauten an Nutzfahrzeugen. Neben Pritschensattelaufliegern mit automatischen B- und Entladesystemen gehören dazu auch spezielle Kippsattelauflieger für Müll- und Sondermülltransporte. Mehr als 30.000 Fahrzeugumbauten wurden so seit der Firmengründung 1951 in alle Welt ausgeliefert. Die technischen Anforderungen an Mensch und Material stiegen mit der Zeit an. Fachkräfte wie Jan Häbel haben also gute Aufstiegschancen im Handwerk. Jan Häbel ist mittendrin in seiner ganz eigenen Erfolgsgeschichte. Vom Sieg beim Bundeswettbewerb des deutschen Handwerks war er überrascht. Ich war ziemlich sprachlos, wie er mir dann gesagt hat, dass ich doch tatsächlich den ersten Platz im Bereich Fahrzeugbau gemacht hatte. Das waren ungefähr 25 Teilnehmer aus dem kompletten oder gesamten Bundesgebiet. Und natürlich war Aufregung, weil man vorher überhaupt nicht wusste, was man da machen soll. Aber es waren ganz normale Tätigkeiten wie Schweißen, Anreißen, normale Metallarbeiten, die jeder in diesem Beruf tagtäglich auf der Arbeit verübt. Jan Häbel hat sich durchgesetzt. Die Anforderungen, die vielleicht doch ein bisschen höher als im normalen Ausbildungs- und Berufsalltag waren, hat er mit Bravour gemeistert. Jetzt steuert Jan Häbel mit dem Bundessieg und einer Ausbildung mit Zukunftspotenzial im Rücken seiner weiteren Karriere entgegen. Vom 17. November bis zum 23. Dezember öffnet die Galerie Handwerk in der Koblenzer Ritzerstraße wieder ihre Pforten zur Winterausstellung. Gezeigt wird Kunsthandwerk zum Staunen, Schenken und Selbstgenießen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter hwk-koblenz.de. Unter der Internetadresse galerie-handwerk.de finden Sie weitere Informationen zur Winterausstellung, dem Angebot und den Öffnungszeiten.